Leute, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich euch einen kleinen Haul. Und zwar war ich im DM und im H&M. Also es sind eigentlich eher so ein paar Basic-Sachen. Aber ich wollte es euch einfach trotzdem zeigen. Aber bevor wir jetzt loslegen, wollte ich gerne noch jemanden grüßen, weil ich es ja gerne öfters jetzt vor einem Video von mir machen wollte. Und zwar grüße ich die Melissa G. Also hallo Melissa, Grüße an dich. Und einfach nochmal in die Kommentare schreiben und dann seid ja vielleicht ihr die Nächsten, die gegrüßt werden. Aber wir fangen jetzt dann am besten gleich mal an. Und zwar würde ich sagen, fange ich mit den DM-Sachen an. Also, zum einen habe ich mir hier so Hafer-Crunchies gekauft. Und zwar sind die von Alnatura. Und ich hatte bis jetzt noch nichts von Alnatura gekauft. Und mein Müsli, also ich hatte eins von Aldi, auch so ein Müsli, also mit so Crunchies. Das ist jetzt leer gegangen, beziehungsweise fast leer. Und deswegen musste neues her. Und da wollte ich jetzt einfach mal dieses Hafer-Crunchy-Müsli ausprobieren. Genau, also werde ich dann demnächst mal einfach probieren. Und wenn ihr irgendwie zu irgendwelchen Produkten noch eine Review oder sowas haben wollt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Okay, dann mache ich weiter mit einem Augen-Make-up-Entferner. Und zwar von Alverde, dieser Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Und ich hatte bis jetzt den von Maybelline Jade. Und der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, aber war jetzt noch nicht so übermäßig begeistert davon. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich den von L'Oréal Paris testen soll. Also dieses, glaube ich, Hydrat Active oder so heißt der. Also den habe ich jetzt auch schon oft gesehen, dass den viele verwenden. Aber ich habe mich jetzt dann doch für den Alverde entschieden, weil es ja auch so Naturkosmetik ist. Und Ökotest sagt auch sehr gut. Und ja, den werde ich jetzt dann auf jeden Fall mal testen. Außerdem für die Pflege habe ich mir dann noch von Balea Med dieses pH-Hautneutrale, also pH-Wert 5,5, eine Waschlotion gekauft und die ist für empfindliche Haut. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich die wahrscheinlich so für meine Gesichtsreinigung nehmen werde, da ich jetzt schon viel ausprobiert habe, aber ja, da war immer noch nicht so die perfekte Waschlotion oder halt ja Gesichtsreinigung dabei. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal so was hautneutrales einfach ausprobieren und ja, werde ich auf jeden Fall jetzt testen und ja, mal gucken, wie ich das dann finde, ob ich dann vielleicht zufriedener bin. Außerdem für meine Pflege habe ich dann noch eine Maske gekauft, eine Feuchtigkeitsmaske, und zwar von Balea. Und hier steht also erfrischend für trockene Haut und die hat so Papaya-Extrakt, was ich eigentlich ganz cool finde und deswegen hauptsächlich auch mitgenommen habe. Also ich denke, die wird dann ganz gut riechen. Und zu meinem letzten Produkt von DM. Und zwar habe ich das Fit Me Make-up von Maybelline Jade nachgekauft in der Nummer 105. Und zwar hatte ich euch ja in meinem TMI-Tag gesagt, dass mein Make-up irgendwie komischerweise verschwunden ist. Also ich kann es mir echt nicht erklären, wo es hingekommen ist. Und deswegen musste ich mir das jetzt nochmal nachkaufen, weil es einfach so perfekt für meinen hellen Hauttyp ist. Also ich hatte mir ja dann von Catrice noch eins gekauft, aber es ist einfach doch zu dunkel für meinen Hauttyp, habe ich gemerkt. Deswegen musste es nochmal mit. Also ja, 10 Euro ist ein bisschen happig, aber dafür ist auch eigentlich sehr, sehr gutes Make-up, muss man sagen. Also ja, gefällt mir eigentlich sehr gut und kann ich eigentlich auch empfehlen. So, meine DM-Sachen habe ich euch jetzt alle gezeigt und dann machen wir weiter mit H&M. Da habe ich mir zum einen eine Jogginghose gekauft. Und zwar ist die so hellgrau-weiß meliert. Und es sind auch eher in so Strichen. Also es ist jetzt kein regelmäßiges Muster. Aber die Fäden sieht man schon eher so in ein paar Strichen. Dann hat die Hose hier oben eine
Tasche mit Reißverschluss, also auf beiden Seiten, ein Bändel, beziehungsweise hier oben halt am Bund, dass man das so zuziehen kann. Und die Hose verläuft dann auch so, ich sag mal, Skinny Jeans mäßig runter. Also sie wird wirklich sehr dünn dann unten an den Fußknöcheln. Also so, dass da unten nicht viel rumlabert. Aber sie hat jetzt keinen Bund oder so unten. Aber die werde ich jetzt so zum Chillen verwenden. Und ja, da freue ich mich schon, wenn ich so eine bequeme Chillerhose habe. Außerdem habe ich mir dann noch zwei Basic-T-Shirts gekauft. Und zwar sind es zwei T-Shirts in Rot, also ganz normal Rot-T-Shirt. Und die haben nämlich nur 2 Euro gekostet. Und zwar einmal in der Größe XS und einmal in der Größe S. Und damit habe ich noch was vor. Also da wird dann wahrscheinlich auf jeden Fall noch ein Do-It-Yourself kommen, wenn es mir gelingt. Und ja, ihr werdet es dann sehen, was ich damit machen werde. Dann komme ich noch zu meinem letzten Produkt. Und zwar habe ich mir ein Bikini gegönnt. Und ja, es ist so ein hellgelber bzw. so neongelb. Und also ich liebe die Farbe. Ich finde bei Bikinis ist es immer so schön, wenn die so ja, ein bisschen kräftigere Farben haben, weil es ist einfach auch Sommer, dieses Strahlen und so. Und deswegen musste ich den unbedingt haben. Also der hat hier an der Seite so einen Reißverschluss. So, ja, der stand schwarz und hat hier so einen Gummi-Reißverschluss-Anhänger, sage ich jetzt mal. Und zwar kann man den runterziehen, aber er geht zum Glück nicht ganz auf. Also hier unten ist dann so ein Stopper, dass man die nicht ganz aufmachen kann. Was mich etwas beruhigt, nicht, dass mal jemand kommt und da schnell den Reißverschluss aufzieht. Ja, hat hier hinten nochmal so eine Naht runter als Detail. Und ist allgemein vom Stoff nicht so glatt, sondern hat halt so längliche, so ein ausgestanztes, beziehungsweise wie so Rautapete, falls ihr das kennt, so ein Muster. Also ihr seht es auch noch von Namen, falls ihr jetzt nicht genau wisst, was ich meine. Und dazu habe ich mir natürlich dann auch noch das Oberteil gekauft. Also es sieht so aus, also dieses wie so ein Bandeau-BH, sage ich jetzt mal. Hat auch dieses, diese Rautapeten-Stoff, sage ich jetzt mal. Dann hat es hier vorne wieder diesen Reißverschluss. Und den kann man jetzt leider komplett aufmachen. Aber ich denke mal, da wird schon nichts passieren. Also hoffe ich mal. Und außerdem, bei dem finde ich ganz schön, dass der hinten nur so zwei fettere bzw. dickere Gummibänder hat, was ich bei Bikinis eigentlich auch immer ganz schön finde, weil es dann einfach nochmal so ja ein bisschen anderer Stoff ist und ein bisschen anderes Material, was dann einfach nochmal ein bisschen spezieller aussieht. Deswegen ja, musste auf jeden Fall mit, weil ich die Farbe einfach so genial finde und da freue ich mich schon, wenn es wärmer wird und man endlich wieder an den See gehen kann und ja baden gehen kann. Genau, auf jeden Fall waren das jetzt alle meine Produkte, die ich gekauft habe. Ich hoffe, ihr fandet den Haul interessant und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Also bis dann, Dankeschön, tschüss!